Ja, ich muss hier lang. Zack. Was denkt ihr eigentlich über Zelda Kinofilm? Ein animierter wäre bestimmt toll geworden, aber Live-Action und wer wäre passend zu Link zu spielen? Es gibt ja so eine Fan-Faction irgendwie mit Tom Holland und Emma Watson als Zelda, glaube ich. Habt ihr das schon mal gesehen? Musst du am Rad drehen, weil der Dungeon... Nee, wir machen das nur, wenn... Ich glaube, es ist besser, wenn wir einfach nur den Dungeon... Wenn wir das nur machen, wenn wir einen neuen Dungeon betreten. Also wenn wir zwischen zwei Dungeons wechseln, dann machen wir das. Wenn wir denselben Dungeon wiederholt betreten, lassen wir mal das Rad einfach so bleiben. Ich glaube, das ist besser. So, ich jump mal hier runter. Und würde sagen, wir gehen einmal hier hinten lang. Ich habe nicht gerollt. Wann habe ich gerollt? So, scheiße, wie komme ich denn? Gott. Was passiert hier? Hallo? Oh, eine Fee. Sehr schön. Wie komme ich hier eigentlich wieder raus? Das ist auch eine interessante Frage. Tom Holland ist mir leider viel zu Babyface für Link. Heiden Christen würde eher passen, aber den wird Link wohl von einem über 40-jährigen Anakin Skywalker gespielt. Was? Ach so. Ja, stimmt wohl. Wie komme ich jetzt wieder raus hier? Ich kann hier hochklettern einfach, okay. Ja, warte mal, so einfach ist das gar nicht. Alter, was zur Hölle passiert hier? Das ist sehr merkwürdig hier alles. So. Okay, wir brauchen jetzt aber eine Kiste noch. Für die andere Skulti. Aber ich glaube, dann haben wir alle. Die eine Skulti noch in dem drüben in der Nische. Wo ich kann auch einfach zurückgehen, da runterspringen. Das geht, glaube ich, schneller. Oh Gott, eben sagt mir Vodafone, Stream ist offline. Blödes Vodafone. So. Stimmt, Favore Sturm hätte auch geklappt. Na egal. Die Spinnen doch mich so zu erschrecken. Ja. So. Hier jumpen wir einmal hier runter. Und tauchen hier durch. Und da gab es, glaube ich, noch eine Skuld. Ich hoffe, das ist die letzte. Shit. Oh nein, das war nicht hier. Ah nein, wo waren das, Leute? Haben wir alles Skuldis? Nee, wir haben noch nicht alles Skuldis. Wo waren die letzten Skuldi? Ach doch, scheiße. Ah, ich brauche doch die Kiste. Hm? Ich brauche doch die Kiste. Die war ja in den Zwischenraum hier. Aber die Tür ist, glaube ich, zu, oder? Nee, die ist nicht zu. Okay, ich kann hier durch. Alles klar, dann gehe ich hier lang. Hier war die letzte Skuldi. Ja, ich erinnere mich. Und dann machen wir Favore Storm und Jo, so machen wir das. Das war abgerollt, wollte ich nur sagen. Das war nicht ich. Das war abgerollt. Okay, Chris, das verraten wir nur, wenn du einmal gerade drehst. Ich weiß es jetzt. Ich brauche nicht drehen, aber Rollen ist. Ha, Rollen ist halt so. Kann gefährlich sein halt, ne? Geht halt schnell, dass man da was falsch macht. Ich würde gerne die... Jawohl, die da. So, 31. Haben wir jetzt alles Skuldis hier? Yo, geil, Leute. Damit ist der Dungeon durch.
So, ich glaube, das könnte jetzt auch eine Rolle werden. Nee, doch nicht. Aber ich muss die Kuno aktivieren. Ah, nee, ich mache einfach Verhorrer Sturm. So, machen wir das. Und dann gehen wir... machen wir uns erwachsen, oder? Was will ich denn mit der Ocarina? Ich will doch Verhorrer Sturm. So. Hallo, Extrem Lucario. Ali, hallo. Ach Scheiße. Es ist sinnlos, ne? Ich komme ja nicht zurück zum Anfang des Dungeons, sondern ich setze ja hier nur einen Punkt. Ja, das war jetzt wirklich sinnlos. Dumm. Das war dumm. Das war richtig dumm. Ja. Genau, das setzt du den Teleporter. Da vorne ist es. Da, ich kann mich jetzt... Ah ne, ist das klug? Ich glaube, wenn ich das jetzt mache, dann ist die Tür vielleicht zu. Dann lasse ich das. Nein! Er hat mich einfach aus der Luft geholt. Du bist ja eine Sau. Nee, war nicht aktiviert. Das war doof. War doof von mir. War ein Fehler von mir. Nein, Link. Mann, die Qualle ist aber auch ungünstig da positioniert. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ja, aber ich irgendwie auch, Chris. Ich habe das irgendwie auch gerade verwechselt. So. Jetzt aber. Alle hopp. War abgerollt. Zählt nicht. Ich sag's nur immer gleich dazu. So, okay. Aber das Geile ist, wir haben halt echt den ersten Dungeon komplett gemeistert. Wir müssen hier nie wieder rein, Leute. Ist das nicht schön? Nie wieder rein in einen Dungeon zu müssen? Voll geil. Saugeiles Gefühl. Das machen wir halt stückchenweise mit den anderen Dungeons auch noch. Ne, da gehen wir nochmal bei Dongos Höhle rein. Dann gehen wir nochmal beim Deku-Baum rein und dann sind wir da ganz schnell durch. So. Ich würde trotzdem noch gerne die Maske, glaube ich, abgeben. Wir gehen jetzt eh nochmal nach Kakariko und geben die Skuldis ab. Dann geben wir noch die Maske ab. Ich glaube, das ist ganz gut. So. Jetzt sucht er einen Ausgang, genau. Richtig bescheuert. Master Rachi, bin wieder da, mein Internet hat gesponnen, den ganzen Stream hing nur noch. Ah, musste alles neu starten, hab ich wieder viel verpasst, wenn ja, was alles. Seit wann bist du nicht mehr da, Master Rachi? Sag mal Bescheid. Also wir haben jetzt halt den Dungeon gemacht, Lord Yabu Yabu, inklusive Boss. Wir versuchen nochmal zu diven, würde ich sagen. Ansonsten... Kakariko. Ja, das war nix. Ach so. Das Herzteil, aber... Ich weiß nicht, ob das klappt. Ich glaube, ich kann... Ich glaube, ich komme da mit dem Boomerang nicht dran, oder? Klappt das mit dem Boomerang, das Herzteil zu holen? Jo, okay. Eva, nice. Gute Idee, hat geklappt. Sehr schön. Und wir haben einen neuen Herzcontainer. Boah, geil. Really nice. Das war gut. Sehr schön. Boah, ich hoffe, wir bekommen die neue Börse. Das wäre wirklich schön. Wenn wir jetzt die dicke Börse bekommen, 200er Börse. Und wir wissen schon, im Deku-Baum gibt es halt die noch größere Börse, ne? Wir erinnern uns. Da gibt es ja nochmal, ich weiß gar nicht, nach 200 kommt ja schon 500, oder? Ich glaube schon. Seit circa knapp einer Stunde war ich weg, schätze 40 bis 45 Minuten. Ja, also wir haben den Dungeon halt gemacht. Lord Yabu Yabu inklusive Boss. Wir haben alle Skuldis gesammelt. Haben Bumerang bekommen. Ich denke, das wäre so der Abschnitt, den du dann wahrscheinlich verpasst hast. Schätze ich.
So. Komm, wir lassen uns einfach treiben. Du, 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 du. So, liebe Leute, dann mal ganz kurz nach Kakariko. Auf dem Friedhof einmal. Maske abgeben. Und Skulltees auch abgeben. Und dann... Wie spät haben wir es eigentlich? 21 Uhr haben wir es gleich. Das heißt, dann noch 20 Minuten. Pi mal Daumen. Je nachdem, wie es läuft, ne? Je nachdem, wie es läuft. Also ihr könnt auch gerne nochmal drehen, wenn ihr möchtet. Also, wenn irgendeiner Bock hat. Ich glaube, wir haben noch welche offen, oder? Drehungen. Der Algazar hatte, glaube ich, vorhin gespendet, wenn da einer Bock hat. Oder Algazar gnädig ist. Naja, der Algazar sagt gerade schon. Okay, let's go. Holen wir uns erstmal die Belohnung. Anvisieren ist nicht erlaubt. Okay, das ist besser als Rollen. Oh, wir kriegen ja immer noch keine Belohnung, Leute. Oder verwandeln die sich jetzt nicht mehr zurück? I'm cursed. Nö, wir kriegen immer noch keine Belohnung. Ich glaube, wir kriegen doch erst ab mehr Skulltees. Ich habe 30. 31, glaube ich sogar. 31 Skulltees habe ich. Ich glaube, es ist doch anders. Wir bekommen doch erst später Belohnungen. Dann lügt Google. Tut mir leid. Kein Problem. Alles gut. Nicht schlimm. Nur schade. Ich habe mich sehr über meine Belohnung gefreut. Wäre cool gewesen, wenn wir die größere Geldbörse bekommen. Könnte ich mir halt vorstellen. Ah, ich kann wieder rollen, ne? Oh, schön. Rollen ist so schön. Was das jetzt für Punkte gegeben hätte, hä? So. Waren wir eigentlich? Ja, 14 Rollen waren das. War das hier, wo man das Lied spielen musste? Ist das noch aktiv? Fragen über Fragen. Stunde länger Stream! Du. Nur hier war das nicht, glaube ich. Aber hier war halt noch eine Wand. Die hatten wir noch nicht aufgesprengt. Da gucken wir noch mal kurz rein. Theoretisch ist da eine Feenquelle, glaube ich. Ja. Oh, was? Hä? Was kriegen wir? Jo, ein Herzteil. Ey, so cool, ey, ne? Einfach so Orte, die sonst nie relevant waren. Nie. Und das ist jetzt halt einfach irgendein geiles Item. Das ist so schön. Und man kennt die halt einfach, ne? Also, weil... Ja. Man kennt die und denkt so, oh ja, da ist ja nie was gewesen. Brauche ich nicht hingehen. Aber jetzt, in dem Spiel, ist es halt einfach so. Kann halt einfach immer was sein. Das ist so cool. Finde ich voll geil. So. Hier nochmal rein. Okay, hier haben wir das schon. Rosa Feuer, was ist das? Ich weiß es nicht ganz genau. Ich glaube, das soll markieren, dass da Boris drin ist. Oder ich kann da vielleicht auch was holen. Ich kann ja mal ausprobieren. Ob ich da was holen kann. Vielleicht ist das wie blaues Feuer. Ah, ist noch ein zweiter Schluck drin. Wenn nicht, ist es, glaube ich, nur eine Markierung. Nee, der lebt tatsächlich nicht mehr. In der Version ist er schon tot. Wir haben schon gegen ihn ein Rennen gemacht. Wir haben schon gegen ihn ein Rennen gemacht. Ich habe mal kurz eine Frage. Waren hier drinne Fackeln?
Genau, da war auch eine Kiste. Aber... ja, die ist nicht mehr da, die Kiste. In dem Fall ist sie nicht mehr da. Okay, dann sind wir hier durch. Lied muss ich nochmal spielen. Weil, ihr wisst schon, wir wollen ja dem kleinen Jungen die Maske geben. Ich weiß gar nicht, was kriegt man danach für eine? Kriegt man da die Hasenohren vielleicht? Könnte möglich sein. Natsu, guck doch mal. Die Strafe ist nicht mehr aktiv. Die Rollen haben doch alle nicht gezählt. So, zack. Maske abgegeben. Ja, dann würde ich sagen. Auf zum Schloss. Haben wir erst wieder das gemacht, was wir machen wollten erstmal. Sehr schön. Ich bin sehr zufrieden. Waren wir hier eigentlich... wir waren noch nicht hier in dem Loch drin, ne? Können wir auch nochmal gucken. Falls das überhaupt vorhanden ist. Ich glaube, das gibt's hier gar nicht. Manu. Nee, das gibt's hier nicht. Aber schön wäre es gewesen, Stream bis Mitternacht. An sich gerne, aber ich möchte heute auch noch ein bisschen was mit meiner Frau machen. Wir wollen noch Urlaub buchen. Und ja, noch ein bisschen. Wir zocken nachher noch eine Runde Supermarkt-Simulator. Darauf haben wir nämlich auch richtig Bock heute und halt noch Urlaub buchen. Je nachdem, wie lang es dauert, spielen wir dann noch eine Runde Supermarkt-Simulator. Deine Frau darf mitspielen. Danke, wie gnädig. So, gucken wir uns erstmal die Cutscene an. Was passiert wohl? Ich weiß es nicht. Es ist alles Neues für, alles neu für mich. Da, da, da. Jetzt kommt so ein Welpe angerannt.